Mother Russia Bleeds. Ich war gestern auf dem Weg durch das Internet und habe dabei ein sehr, sehr interessantes Spiel gefunden, nämlich dieses hier. Ich habe mir etliche Trailer von diesem Spiel angeschaut und ich muss sagen, ich sehe diesem Spiel bisher kritisch entgegen, aber ich will es spielen. Dieses Spiel gibt's für Steam, könnt ihr euch holen, hab's mir gerade gekauft, für 15 Euro oder sowas kostet der Scheiß. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ein Spiel von so einem Genre oder von so einer Sache habe ich noch nie gespielt. Es ist ein Side-Scroll-Beat'em-up, die kenne ich. Und die mag ich allerdings auch ziemlich, weil die halt eben einen unglaublichen Schwierigkeitsgrad haben. Also die gelten allesamt als sauschwer. Also denke ich mal, dass dieses Spiel ebenfalls als sauschwer gilt. Bevor das Spiel losgeht, muss ich eine Sache dazu sagen, das ist so ein YouTube-Ding. Dieses Spiel ist äußerst gewalttätig, es ist äußerst brutal und es ist auch äußerst blutig, so wie ich das in den Trailern gesehen habe. Also definitiv nichts für alle Altersklassen, nur so am Rande. Aber als ob das jemanden interessiert, ne? Start! So, Story. Oder Arena, es gibt kein Entkommen. Das Einzige, was ich von dem Spiel kenne, ist hier die wunderschöne Optionseinstellung. Da kann man auch die ganzen Sprachen ändern. Auf Deutsch, logischerweise. Hier kann man, da es halt eben so an diese alten Arcade-Spiele angelegt ist, kann man auch hier so ein bisschen die Grafik auf Ultra-Scheiße stellen. Das will ich aber nicht haben. Erfolge sind Achievements, vermute ich mal. Mitwirkende. Ich würde sagen, legen wir los, ne? Story. Wähle einen Level. Anleitung. Schwierigkeitsgrad. Einfach normal, bretthart. Ich würde sagen, spielen wir auf normal, ne? Okay, Einleitung. Kämpfer. Spieler 1. Ich drücke mal L. Sergei. Was zum Teufel habe ich gerade eben gemacht? Warte. Oh. Okay, warte. Sergei. Kann ich das irgendwie ändern? Freundbeschuss steht da oben. Was? Was zum Teufel? Ich habe doch noch gar nichts von dem Spiel gemacht. Ich kann aber gerade eben nur den auswählen. Ach ja, übrigens, der spielt im alten im Russland, so viel ich das, glaube ich, weiß. Deswegen auch Mother Russia Bleeds, wie man auch an dem Kommunistenzeichen gesehen hat. Mache ich jetzt einfach mal. L. Kremlin-Kolonel. Eine kontrollierte Dosis, dauerhaft und ausgewogen. Mache ich einfach mal. Bot hinzufügen. Ah, da kann man sich noch so einen kleinen Helfer mit hinzufügen. Nee, das lasse ich mal. Zurück. Drücke Start. Ich habe nur Enter. Okay. Bin bereit. Ich bin aufgeregt. So ein bisschen. Es lädt. Drücke Start. Was steht denn da? Mikhail. Achso, Mikhail. Ist für die Helden eine Vaterfigur. Er ist ein lustiger Kerl und kümmert sich um seine Kommune. Kummert. Die haben das Ö nicht reingebracht. Da oben steht auch Druckestart. Er tut sein Bestes, um sie über Wasser zu halten. Doch er ist unsicher und einfach gestrickt. Und wenn sein Leben bedroht wäre, wenn seine Lieben bedroht wären, bricht er unter dem Druck zusammen. Say what? Druckestart. Okay. Mit D laufe ich nach vorne. Wir springen. Hey, du, hoffentlich bist du in Form, denn heute kommt es drauf an. Ich hab's gerade übersprungen, glaube ich. Aber wie kann ich das denn vorspulen? K. Okay, ich glaube, da muss ich noch was an der Steuerung ändern. Okay, aber mit... Also mit WASD kann ich mich so herumbewegen und... Aua. Aua! Was zum Teufel? Mit K kann ich hier gerade Penner kaputt schlagen. Was ist das? Was? Okay, ich mach mal I. Okay, Key ist so ein Roadhouse-Kick.
von Chuck Norris. Aua. Ich verliere aber keine Leben, so wie es ausschaut. Kann ich... Nee, okay. Was? K und... Aha, wenn ich K gedrückt hatte, dann lade ich so auf und kann dann so einen Mega-Punch machen, scheinbar. Kann ich mich dabei bewegen? Kann ich aber langsam. Und was ist O? Okay, machen wir mal weiter. Boah, lass mich in Ruhe. Alter, das Spiel ist schon geil. Ach so, kann ich den wegwerfen? Bam! Boah! Boah, ist das Spiel brutal. Alter Schwede. Lass mich! Okay, aber es läuft flüssig. Also, es gefällt mir. Bis jetzt. L. Ich kann hüpfen. Das ist ja lustig. Und ich kann auch dashen. Gut gemacht. Siehst du, das Grundlagentraining zahlt sich aus. Wie kann ich das weitermachen? Ah, mit K. Mit dem richtigen Timing kann dich niemand kriegen. Die perfekte Verteidigung. Doch auch ein guter Angriff. Wenn du willst, arbeiten wir jetzt dran. Muss ich dich jetzt kaputt schlagen? Ich schlag den jetzt mal. Ach, ich kann da gar nicht hoch. So eine Verarsche. Sieht aus, als wären wir fertig. Du brauchst deine Kraft. Denn dir steht ein Kampf bevor. Denn immer, denk immer dran. Kreativ sein, wechsle die Kombinationen, finde alle Möglichkeiten. Je mehr Leute dich lieben, desto mehr Punkte bekommst du. Die Helden. Ivan oder Ivan. Ivan ist für die Gruppe ein großer... Was ist denn das für ein scharfes S, Alter? Wie ein großer Bruder. Er ist ruhiger, ernsthaft... Er ist ruhiger, ernsthafter, kann aber auch wesentlich brutaler werden. Er liebt es, Dinge mit seinen bloßen Händen zu vernichten. Die deutsche Übersetzung ist so geil, ey. Was ist das denn für einer? Wann machst du endlich die Augen auf, Mikhail? Unsere Leute sterben wie die Fliegen. Und du teilst uns mit deinen dämlichen... Kämpfen noch weiter. Wir müssen uns verbinden. Wir müssen uns verbünden. Achso, verbünden. Oh, das irritiert mich so, dass hier die Ü-Pünktchen nicht da sind und so ein Bullshit. Wir müssen uns verbünden und die Feinde unseres Landes angreifen. Du, deine blöden Es hört sich doof an. Du, deine blöden Verschwörungstheorien, Vlad. Die großartigen Reden, die du hältst, helfen niemandem. Meine Kämpfe bringen immerhin Geld. Und was willst du überhaupt erreichen mit ein paar Zigeunern, die Revolution beginnen? Immerhin helfe ich nicht auch noch den Obrigkeiten. Was zum Teufel? Du denkst falsch, du treibst Keile zwischen die Gemeinden. Ja, glaubst du, die Bratwa hört einfach auf? Achso, die Bratwa hört einfach auf? Die werden unser Land restlos fressen. Deine Kämpfe, das Camp, alles werden sie nehmen. Es ist Zeit für eine Revolution. Mikhail. Und da komme ich ins Spiel scheinbar. 16. Februar 1986, 17:30 Camp. Okay. Warum bin ich in so einem Camp drin? Okay, ich muss da noch irgendwie zurechtkommen. Aber es macht bis jetzt Spaß, wenn ich ehrlich bin. Hat was. Da ist sie ja, mein Junge. Hör zu, Vlad. Geh und predige woanders, ja? Es gibt Leute, die arbeiten müssen. Deine Einfältigkeit wird sich noch rächen, Mikhail. Die Bratwa verwüstet das Land und wir sind die Nächsten. Ich wette, dass sie bereits von deinen geheimen Events wissen. Aber was soll's, ich sehe mir das nicht länger an. Vlad ist ganz schön geladen. Hattet ihr wieder Stress? Naja, nichts Ernstes. Okay, ich hoffe, du bist in Form. Denn ich habe mein letztes Geld auf dich gesetzt. Die Menge wartet schon. Zeige ihnen, was du drauf hast. Ah, wir machen hier so illegal Kämpfe oder sowas. Okay.
Bam. Okay. Ja, das ist easy. Ah, da kommen mehr. Aha, jetzt verliere ich auch Leben. Das ist aber gar nichts, was ich da verliere. Oh. Hätte ich nicht sagen sollen, wenn ich so... Ah, wenn der am Boden liegt, kann ich den nochmal so richtig eine mitgeben. Okay. Oh, der hat eine Jacke an. Der ist gleich viel bedrohlicher. Wow. Der hat Messer. Der ist noch viel, viel bedrohlicher. Bam, 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 bam. Ja? Nein, nein, maler. Was macht der denn da? Ist das ein Freund? Ich habe den gerade geschlagen. Okay, der ist weg. Alter, diese Penner, die hier herumlaufen, ne? Schlimm. Ich mag aber die Grafik irgendwie. Die hat was. Die ist schön. Okay, die halten nichts aus, die Penner. Und so ein Roadhouse-Kick. Ach, dann halt nicht. So, so springe ich ja. Ich mache dir einen Roadhouse-Kick. Roadhouse. Roadhouse. Ich lasse die mal herkommen. Ich brauche mehr Platz zum Kämpfen. Was machen die denn da unten? Okay, scheinbar habe ich es geschafft. Das war easy. Das war ein Kunstwerk. Das war gar nichts. Daran wird man sicher noch lange erinnern. Das war scheiße. Geh und feiere deinen Sieg. Ich hole unseren Gewinn. Okay. Höre ich da etwa Motoren? Oh, scheiße. Was zum Geier ist hier los, irgendwas? Hey, ihr Penner! Ich bedauere doch, eure kleine Party ist vorbei. Ganz ruhig, Kumpel. Bis du mir das Gegenteil beweist, habe ich hier das Sagen. Und du, Opa, kommst jetzt mal mit. Wir müssen uns unterhalten. Tu, was er sagt, Mikhail. Okay, das kann ich nicht gewinnen. Ziel neutralisiert. Interessanterweise geht's im Publikum aber gut. Einige Wochen später. Was machen die da? Okay. Ja, ich habe eine Spritze bekommen. Die Helden, Natascha. Die da vorne, okay. Natascha ist die freche kleine Schwester der Gruppe. Sie hat für ihre Gegner nichts als Verachtung, bevor sie sie umbringt. Als blutrünstige Kämpferin hat sie Spaß daran, alle in ihrem Weg zu zermalmen. Wenn sie meint. Kapitel 1. Nox irgendwas. Scheiße, was zum... Org. Ich bin sehr geschwächt. Okay, bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Wie ist mir hier in der Zelle drin? Ich bin gefangen. Okay, was ich jetzt aber erstmal machen werde... Kann ich auf Pause machen? Ah, Enter. Fortsetzen, letzten Checkpoint laden. Okay, wisst ihr, was scheiße ist? Jetzt habe ich mich schon an diese Steuerung gewöhnt. Zurück zum Desktop. Warum steht denn nicht einfach Spiel beenden? Zurück zum Desktop. Mann, das ist so scheiße. Okay. Ich nehme erst 14 Minuten auf. Okay, warte, dann mache ich das anders. Ich schaue, ob das mit dem Sound okay ist. Und dann mache ich hier weiter. So, ich habe den Scheiß mit dem Sound mal geregelt. Ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Müsst ihr mir dann in die Kommis schreiben, ob der Sound okay ist oder nicht. So, fortsetzen. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es wieder zu laut ist, wegen dem ganzen Beat im Hintergrund. Es ist so ein Problem jedes Mal. Okay, wartet mal kurz, Leute. Fazit? Nein, es ist nicht zu laut. So, weiter geht's. Steuerung. Lass mich durch. Was soll das?
will hier raus. Warum bist du wach? Weil ich wach bin. Was ist passiert? Wer ist? Wo zum Teufel sind wir hier? Das ist der Entzug. Du brauchst einen Schuss. Hä? Mein was denn für ein Schuss? Was hast du mit uns gemacht? Ich habe keine Zeit und auch keine Erlaubnis für Erklärungen. Egal. Ich muss dir eine Spritze geben. Niemals. Komm mir zu nahe. Und ich schwöre, ich bringe dich um. F. Okay, jetzt habe ich mir... Aha, ich habe mich jetzt geheilt. Okay, mit F kann ich mich scheinbar heilen. Aua! Ey, die bewerfen mich hier aber ziemlich... aber die können sich auch gegenseitig treffen. Ja, macht ja Sinn, ne? Okay, wenn ein Gegner tot ist, dann wird er dunkel. Und jetzt? Kann ich die looten? Ich kann die bestimmt irgendwie looten. Ich glaube, ich sterbe hier gerade so ein bisschen. Ich bin tot. Die Helden ist Sergei. Aha. Sergei lebt in einer Roma-Kommune. Achso, lebt in einer Roma-Kommune auf dem Land. Er ist stolz, charismatisch, impulsiv, hitzköpfig und hat. Also er ist stolz, charismatisch, impulsiv, hitzköpfig und hat auf alles eine Antwort. Er liebt es, seine Gegner zu verspotten. Scheiße, was zum... Okay. Man kann die bestimmt irgendwie looten, verarscht mich doch nicht. Probiere gerade auch alles aus, alle möglichen Knöpfe, Shift. Nein. Warte mal. Enter. Optionen. Steuerung. Spieler, Auswahl. Rauf, runter, links, rechts, Sprung, greifen, Schlag, Tritt. Absaugen. Q. Keypad 4. Also Q. Okay, Q. Okay, ich glaube, ich habe die Gegner ein bisschen zu überschätzt. Die halten nur 3 Treffer aus. Da hier, guck. Na gut, der hält ein bisschen mehr aus, komischerweise. Was ist denn mit dem los? Q. Wusste ich doch, dass man die irgendwie looten kann. Ich kann so meine Spritze wieder auffüllen. Da oben. Und kann mich halt eben damit heilen. F. Okay. Und dann kann ich mich hier nochmal aufladen. Ich das gleich nochmal, damit ich Full Health bin. Aha, aber ich kann das nur an Gegner machen, die scheinbar so herumzappeln. Okay. Was ist denn los, Prinzessin? Hast wohl schwächt geträumt. So, geh schon ins Bett. Und jetzt gute Nacht. Oder Daddy muss dich beschwafen. Kannst du zuerst etwas ausprobieren? R. Scheiße, Rage Mode hier, Alter. Okay, aber ich glaube, ich heb mir das lieber auf zum Heilen. Was ist jetzt los? Verdammt, ich... War das? Also, war das bloß ein Traum? Oh Gott! Der ist grün! Ich bin vergiftet scheinbar! Okay, ich glaube, der braucht einen Roadhouse-Kick. Bitte! Achso, das ist springen. Scheiße! War Junge! Oh, Waffen. Oh. Oh, ich kann mit. Jetzt kann ich... Was habe ich da? Ein Schwert? Eine Keule ist es, glaube ich, oder sowas.
Deswegen kommt nur hier, ihr Viecher. Die trauen sich nicht näher. Dann komme ich halt eben hier. LOL, was ist das denn für einer da hinten? Okay, das Spiel ist mega cool bis jetzt. Sie haben einen Feuerlöscher. Bam. Bam. Oh, das muss wehtun. Ah. Schnell, den kann ich jetzt hier rein. Dann kann ich mich jetzt hier so auch wieder heilen. Ah, muss ich aber schnell machen. Okay. Tür auf! Und den da hinten interessiert es nicht, dass ich hier gerade eben die Kollegen abschlachte. Okay. Ja, Feuer! Keine Hände für mich. Der ist tot. Ja. Ah, aber irgendwann gehen die Waffen kaputt. Das ist also wirklich so. Ja, das ist aber in allen Beat'em Up so. Ich mal hier, damit ich hier machen kann. Shit, Alter! Boah, macht das Schaden! Aha, du kannst aber auch verschiedene Kombinationen machen, in denen du halt eben jetzt hier... Ja, okay. Sind das hier ein bisschen viele Gegner? Wie kann ich meinen Rage-Mod machen? Mit R. Boah, die fliegen aber davon, ey. So, gib mir mal hier das da. Ja, ich muss mich jetzt aber heilen. Und gleich nochmal am besten. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt würde sie springen. Scheiße! Ich verwechsel immer Spring mit dem Roadhouse-Kick. Genau, schlachtet euch selber ab. So, hier, geh kurz mal K.O., damit ich hier den da looten kann. Du bist hier gerade sehr nervig, Kollege. Verpiss dich. Dann nehme ich mir das da, dann steche ich dich jetzt. Komm her. Fuck. Muss ich nochmal heilen. Behandle Waffen mit Sorgfalt. Ja, ich hab's gemerkt. Jedes Mal, wenn Waffen zu Boden fallen, nehmen sie Schaden, wenn du länger etwas von ihnen haben willst. Lege sie sorgfältig ab. Sie können dein Leben retten. Ach so, ja, okay. Also mit... Ich kann die Waffen halt eben wieder ablegen und... Ich kann halt eben eine Waffe auch nur begrenzt einsetzen. Das ist mir schon klar. Bin ich hier draußen? Der Kanalisation. Ja, draußen. Verdammt, es riecht nach Leichen. Die Kanalisation. Da geht wohl der ganze Abfall hin. Denn das Labor. Den das Labor auskotzt. Ich sollte nach dem Ausgang suchen. Oh Gott, Zombies. Willst du einen Roadhouse-Kick? Hier hast du. Machen die überhaupt irgendwas? Ich könnte einfach weitergehen. Ich könnte einfach weitergehen hier. Ich kann nicht sogar noch. Wie unfair. Okay, und offensichtlich muss ich hier diese Zombies besiegen. Das Schwein sieht aber auch nicht mehr ganz so gesund aus. Wow, die können mich angreifen. Die können doch was. Ja, okay, sind Zombies, ne? Wäre irgendwie lächerlich, wenn sie nichts könnten. Warte mal, der wackelt. Irge! Du kleiner... Du Sack! Creative! Stand da oben gerade eben. Das werden mir jetzt hier gerade ein bisschen zu viele... Also mit O kann ich lieber es wegschmeißen. Macht das Schaden? Ich glaube nicht. Okay, aber das macht auch so gut wie gar keinen Schaden. So, gib mir nochmal so ein bisschen davon was und dann heile ich mich.
Ja, das Spiel ist super. Macht wirklich Spaß bis jetzt. Und so gewalttätig, wie ich anfangs dachte, ist es eigentlich gar nicht. Aber das kommt vielleicht noch. So, gib mir mal das hier. Dann heile ich mich noch mal kurz. Und du so? Ah, Maul haben hier. Und kommt noch mehr Penner. Ich habe einen neuen Gegenstand in mein Inventar bekommen. Steht da unten gerade eben. Was habe ich denn gemacht? Also für Steam jetzt hier gerade eben. Na egal. Interessiert mich hier nicht. Ich kann das für die ganze Zeit machen, nur so damit ihr es wisst, ne? Übrigens, wenn ich so am. Wenn die mich so kriegen und ich so am Boden liege, dann muss ich einfach nur wild meine WASD-Tasten drücken, damit ich von dem wieder loskomme. Scheinbar. Okay, jetzt habe ich. Gib mir. Da unten ist das Schwein. Was machst du denn da? Schweinchen schlau. Komm her. Ich mach dich kaputt. Lass das Schwein mal in Ruhe. Okay, noch mehr Zombies. Da ist eine Ratte. Noch mehr Ratten. Roadhouse Kick. Shit. Shit, die machen Schaden, wenn die sich an die Kamera... Aber auch am Gegner! Okay, ich helfe mal ein bisschen nach. Ist das geil, ey. Okay, einfach nur schlagen, sodass die Ratten dann weggehen. Oh nee, jetzt kommen auch noch solche mit dazu. Die sind gefährlich, ganz ehrlich. Diese Dinger. Die schmeißen mit Feuer. Shit. Oh nee, und noch so einer. Ach, jetzt weiß ich auch, warum der auch so komisch gesprochen hat. Der hatte eine Zigarette im Maul. Okay, confirmed. Er hat eine ganz geile Waffe, die hätte ich schon gerne. Okay, warte mal. Rage Mode. Take that. Heilen. Ich muss mich jetzt heilen. Ganz dringend. Hat er die Waffe gedroppt? Nein. Ich kann aber auch nicht mehr zurück. Okay. Muss ich springen? Nee, muss ich nicht. Vegetarier. Achieven. Warum? Kugeln abfangen. Keine Lust mehr, geschossene Feige auszuweichen? Fange sie direkt aus der Luft. Doch Vorsicht, dein Timing muss perfekt sein. Alles oder nichts. Mit O. Ne. Achso, O ist so greifen und so ein Bullshit, okay. Also, auch für mehr Sachen. Ich sag noch grüne Schmodder-Zombies. Oh, der hat was. Der hat scheinbar mehr. Soll ich mich heilen? Ich heb's mir jetzt erstmal auf. Was ist das für ein rotes Zeug? Okay, das ist Blut scheinbar. Es wird auch immer dunkler. Ich sehe kaum mehr was. Alter! Wie gemein! Und jetzt muss ich so die ganze Zeit... Was zum Teufel? Shit! Okay, der spritzt sich auch mit diesem komischen Zeugs. Ist das ein Boss? Offensichtlich. Okay, warte mal. Ich muss da drastisch sein. Rage Mode! Komm her, ich mach dich doch kein... Okay, warte mal. Ich heile mich mal schnell. Ein paar Mal zuschlagen. Lass mal weg mit diesem blöden Penner da. Aua! Oh, warte mal.
Okay, das Schwein kann mich auch angreifen. Ich vermute mal, das ist ein Boss jetzt hier. Die Musik sagt es auch schon so ein bisschen. Jetzt kommt hier dein Untergang. Oh, mit diesen ganzen Pennern hier überall. Oh, warte mal, da liegen überall Spritzen herum. Kann ich die vielleicht... ich glaube, ich sterbe hier gerade so ein bisschen. Aha, wenn ich aber so einen Doppelklick in eine Richtung mache, dann kann ich rennen. Und ich kann die Spritze aufheben. Okay, ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, ich bin tot. Heilige Scheiße, du, das ist echt schwer. Ah, Vlad, der, okay. Vlad ist ein geborener Anführer und politisch stark engagiert. Als militanter Kommunist hat er sein Leben der Sache gewidmet. Er würde alles tun, um seine Ziele zu erreichen, bleibt dabei aber friedlich. Das ist gut. Okay, dann kann ich hier halt eben nochmal mein Zeugs auffüllen, für den Fall, dass ich das hier im First Try schaffe. Aber der geht ab. Wie Schmidts Katze. Okay, aber so confused ist es eigentlich gar nicht. Schlagen, springen, aufheben, treten. So, jetzt müsste er gleich kommen. So, da ist er. Und natürlich! Achso, der hat ihn weggeschlagen. Nein, lass ihn in Frieden, du Saftsack. So, er ist ja weg mit diesem Kackpenner. So, ich glaube, ich... Oh, das ist so gemein. Sag mal, warum bin ich eigentlich so grenzig und spring eigentlich nicht? Alter, kommt so schnell! Was zum Teufel? Mit L kann ich springen. So, komm mal her, ich probiere was aus. Es geht doch viel besser, wenn ich über den drüber springe, ich Trottel. Okay, mit der Steuerung... Musste echt noch so ein bisschen zurechtkommen. Ja, der zappelt herum. Ja, ja, ich weiß, aber ich kann nichts machen. Ich muss hier auf mein Überleben lieber aufpassen. Und mit der Spritze kann ich auch noch einmal zustechen. Dafür liegen hier aber auch viele herum. Und es ist halt eben ein Insta-Kill für die Schwächeren. Ich glaube, du sollst hier auch mit der Spritze arbeiten. So, ich heile mich jetzt mal. Ah, Junge! Liegt hier noch irgendwo? Da hinten ist noch eine. Komm nur her, komm nur her. Und zack! Und nochmal so eine mitgehen. Ach. Okay, kontern ist hier irgendwie so eine Sache hier. Ich warte, bis er kommt, dann springe ich über den rüber, suche mir die Spritze, die er fallen gelassen hat. Da ist sie. Und dann... Ah, Gackert! Okay, der ist schon schwer verletzt. Nicht mehr viel hält er aus, nicht mehr viel. So rüberspringen. Ja, es ist eigentlich easy. Wo ist die Spritze? Hä? Ja, ein paar Mal zuschlagen. Da liegt sie. Hat er gerade keine Feinde getroffen? Dass er mich gerade nicht getroffen hat, ist ein Wunder. Ja, down. Mann, ich hatte mir beinahe in die Hose geschissen. Was zum Teufel war das? Immerhin. Ich höre die Oberfläche. Irgendwo muss doch eine Leiter sein. Final Score. Okay, ich habe das erste Level geschafft. Oder die erste Stage. Okay. Und damit verabschiede ich mich erst für den ersten Part, würde ich sagen. Spaß macht das Spiel auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von diesem Spiel wieder. Ciao, Leute.